Hallo liebe Freunde des Strunz, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch einmal das interessante Thema machen, Netzvorrangschaltung im Wohnwagen bzw. Caravan oder was, also Freizeit, mobile Freizeitwohnung, sage ich jetzt einmal ganz salopp. Ich habe natürlich keinen Wohnwagen und deshalb habe ich mir hier eine nachgebaut. Das ist jetzt quasi die elektrische Anlage simuliert von einem Wohnwagen oder Caravan. Habe hier schon von der Firma Wattstunde die sogenannte Netzvorrangschaltungsrelais eingebaut, habe das Ganze alles hergerichtet, hier ist meine Unterverteilung, hier sind ein paar Steckdosen und möchte mit euch jetzt quasi mal diese Netzvorrangschaltung bzw. diese ganze Verkabelung ein bisschen analysieren und möchte euch damit zeigen, auf was ihr aufpassen müsst und wo das Ganze geregelt ist und wie das Ganze abläuft. Wenn es interessiert, der bleibt jetzt bitte dabei und dann sehen wir uns nach dem Intro. Es geht um Wohnwägen und Caravans. Ich sage euch eins, es war gar nicht einfach, mir mal die ganzen Vorschriften durchzulesen, was da alles geregelt ist. Und es ist wirklich teilweise der Wahnsinn. Aber ich habe es so einfach wie möglich für euch aufbereitet, dass jeder dann, sage ich mal, weiß, um was das eigentlich an der ganzen Geschichte geht. Grund der ganzen Angelegenheit ist folgender. Ich habe ein paar Kommentare bekommen, die haben mich da mal gefragt, wie das abläuft und wie schon gesagt, ich habe keinen Wohnwagen, deswegen habe ich das jetzt hier simuliert. Ist für mich natürlich auch zum Filmen viel einfacher hier in der Werkstatt. Und es geht um Folgendes, welche Regelwerke haben drin, wie muss die elektrische Anlage aufgebaut sein, solche kleinen Sachen. Da habe ich ein paar die wichtigsten Infos einmal rausgezogen. Mir geht es halt hauptsächlich einmal um das, es gibt wahrscheinlich einige Wohnwagenbesitzer oder Caravanbesitzer oder ja, Wohnmobilbesitzer, die wo halt ein Wohnmobil oder eines dieser Gerätschaften vom älteren Semester natürlich auch noch haben, weil ich sage, das ist eine Anschaffung, die kostet natürlich richtig Geld. Also hat man sich was Gutes, Gebrauchtes gekauft. So, natürlich haben sich die Vorschriften geändert und normalerweise ist es jetzt so zum Beispiel, dass ein Fehlerstromschutzschalter jetzt vorgeschrieben ist und deswegen möchte ich jetzt das einmal ein bisschen erläutern. Auch mit dieser Netzvorrangschaltung hat den Grund, weil Wechselrichter, Ladegerät, Kühlschrank, solche Sachen, wie das Ganze ablaufen soll. Dann machen wir jetzt mal ganz kurz schnell ein bisschen das Rechtliche, die VDE-Vorschriften, ist eigentlich ganz einfach und dann schauen wir uns die Anlage an. So, ich habe mir jetzt einmal die wichtigsten Vorschriften rausgesucht, ist eigentlich ganz einfach, das ist die VDE 0100 Teil 717. Dort wird geregelt die Wechselrichtersache, zum Beispiel AC-DC mit den Teilen hier. Und in der VD 0100 Teil 721 Elektroinstallation von Wohnwägen und Caravans. Jetzt einmal ganz einfach gehalten. So, wir fangen mit der 721 an. Und da haben wir jetzt die wichtigsten Punkte einfach mal rausgeschrieben, weil das liest sich nämlich wie eine Bedienungsanleitung von einer Stereoanlage. Also, Verlängerungen mit H07 RNF 2,5 Quadrat habe ich mal aufgeschrieben. Das heißt, beim Landstrom die Einspeisung muss mindestens ein H07 RNF oder gleichwertig mit einem Nennquerschnitt von 2,5 Quadrat sein und die Zuleitung darf eine Maximallänge von der Speisesäule vom Campingplatz zum Wohnwagen maximal 25 Meter betragen, also maximal. So. Die Steckverbindung muss eine CE Blau 230 Volt 16 Ampere sein. Das wäre sowas hier. Das ist auch genormt, da geht es um den Verpolungsschutz. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, direkt nach der Einspeisung, also direkt nach dem Einspeisen in den Caravan oder in den Wohnwagen, muss ein Fehlerstromschutzschalter mit 30 mA verbaut sein. Und Leitungen im Caravan müssen fein oder mehrdrähtig sein, mindestens 1,5 Quadrat. Und eine PVC-Mantelleitung NYM-J 3x1,5 zum Beispiel. Ich hole schnell eine. Ja, für jemanden, der jetzt das nicht genau weiß, sozusagen aus der Restekiste, also das da hier, eine starre NYM-Leitung, ist absolut verboten. Also wenn ihr das in eurem Wohnwagen oder Caravan drin habt, verliert die elektrische Anlage ihre Zulassung. Ist gerade mal so eine kleine Ansage. So, dann räumen wir das gleich wieder in die Restekiste auf. So, verwendet werden dürfen jetzt nur flexible Leitungen. Da gehe ich jetzt mal schnell auf die Erläuterung. Jetzt passt es auf. Habe ich mir nämlich was aus dem Internet rausgesucht. Da habe ich es gefunden. Also,
bei der Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel. Vorzugsweise sollten PVC- oder gummiisolierte mehradrige Kabel und Leitungen, vorzugsweise sollten flexible Kabel und Leitungen, zum Beispiel H05VV-F oder H07RNF, verwendet werden. Wer nicht weiß, was das ist, nein, ich sag's euch. So, also, das ist eine H05, die schaut so aus. Flexible Leitung, 3x1,5 Quadrat. Mit der habe ich jetzt die Musterwand auch installiert. So, und eine H07RNF. Kennst du ja von der Baustelle. Das ist dann sowas. Und was anderes dürft ihr nicht verwenden. Ganz wichtig, das muss man wissen. So. Dann haben wir noch ein paar Highlights. Das muss ich mal schnell durchblättern, weil ich habe mal recht viel rausgeschrieben. Aber wirklich knackig kurz zusammengefasst. Der Anschluss am Campingplatz zum Beispiel ist auch ganz interessant. Also der Anschluss am Campingplatz, da ist geregelt in der DIN VD 0100 Teil 708. Diese umfasst den ortsfesten Teil der Anschlussanlage. Also das heißt, da ist geregelt, wie das am Campingplatz auszuschauen hat, dass da dass die Steckverrichtung da sein muss, die CE-Steckverrichtung, dass Fehlerstromschutzschalter mit drin ist. Genau, das ist noch ganz interessant. Dort ist auch geregelt zum Beispiel, jetzt pass auf, in einem TN-System darf kein PEN-Leiter verwendet werden. Das heißt, im Campingplatz und in der ganzen Versorgungsleitung darf kein PEN verwendet werden. Um lange Leitungswege zu vermeiden, muss die Steckdose auf dem Stellplatz, welche einen Caravan oder Motorcaravan versorgt, so nah wie möglich am Stellplatz angeordnet sein. Hierfür dürfen maximal 4 Steckdosen in einem Gehäuse zusammengefasst sein. Das heißt 4 Steckdosen für 4 Stellplätze und mehr nicht, damit die Leitung nicht zu lang wird. Genau, geeignete Schutzverrichtung haben wir schon gehabt. So, und jetzt möchte ich einmal was vorlesen. Das ist nämlich auch ganz witzig, dass ihr mal wisst, warum ich gesagt habe, das liest sich wie eine Montageanleitung von einer Stereoanlage. Ausführung des Schutzpotenzialausgleichs. Jetzt passt auf. Die Metallkonstruktion von Caravans und Motorcaravans ist vom Erdpotenzial getrennt. Nach DIN VD 0100 Teil 721 Absatz 722 Punkt 411 müssen metallene Rahmenteile oder am Rahmen befestigte Konstruktionsteile mit der Hauptpotenzialausgleichsschiene innerhalb des Caravans verbunden sein. Die Schutzerdungsleitung sind nach DIN VD 0100 Teil 540 Absatz 543 zu bemessen. Der Leitungsquerschnitt muss nach DIN VD 0100 Teil 540 Absatz 543.1 die Bedingungen für die automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß DIN VD 0100 Teil 410 Absatz 411.3.2 erfüllen. Schreibt es doch nein, was mit. Aber so ist es zum Lesen und deswegen habe ich gesagt, kriegst du leicht Kopfschmerzen. Genau, aber ich habe es rausgefunden. Also das Wichtigste habe ich für euch und jetzt habe ich mit dem eigentlich auch schon einiges erklärt. Das heißt, in eurem Caravan, jetzt muss ich mal schnell nochmal meine Sachen raussuchen. Genau, das da. Also in eurem Wohnmobil-Caravan. Wir einigen uns jetzt einmal Freizeitwohnung, weil sonst muss ich jetzt mal das ganze Pamphlet runterlassen. Also in eure Freizeitwohnung, eure mobile Freizeitwohnung, ist es so geregelt, dass sämtliche Metallteile von dem Fahrzeug mit einem Hauptpotenzialausgleich verbunden sind. In dem Sinne wird es eine eigene Erde, weil das Fahrzeug steht ja auf Gummireifen und ist somit vom normalen Erdreich ja isoliert. Genau. Dass aber der Fehlerstromschutzschalter in diesem System funktioniert, müssen quasi alle Metallteile miteinander verbunden sein, mit dem sogenannten Erdpotenzial, das wir uns ja selber schaffen. Und dadurch haben wir im Endeffekt die Sicherheit, sollte was passieren, kann der Fehlerstromschutzschalter auslösen, weil wir ja sozusagen Erdpotenzial haben. Beim normalen Landstrom, jetzt machen wir gleich weiter, dann geht es ein wenig flüssiger. Also beim normalen Landstrom, das machen wir jetzt einfach mal. Ich schalte jetzt hier ein, Sicherung ist drin. So, jetzt haben wir hier unsere Verlängerungsleitung. Das ist jetzt kein H07RNF, aber gleichwertig mit 3x2,5 Quadrat mit unserem Campingstecker oder unserem CEE Blau. Jetzt haben hier manche draußen so einen Anschluss.
Der sieht jetzt wie folgt aus. Schaut her, da ist quasi jetzt hier der Stecker drin. Hier ist die Kupplung. Wir schließen hier einfach an. Zack. So. Und somit ist unser mobiles Freizeitwohnheim in das Erdkonzept von der Speisestelle, sage ich jetzt einmal ganz salopp. Also entweder vom Campingplatz oder von zu Hause aus ist über den Schutzleiter hier quasi unser komplettes Fahrzeug in das Erdkonzept von unserem Erdreich mit eingebunden. So, meistens hängt dann vorderhalb auch nochmal ein Federstromschutzschalter. Jetzt ist natürlich ganz witzig, weil es gibt ja eine Vorschrift, die sagt, man darf keine zwei gleichen Federstromschutzschalter hintereinander schalten, weil man ja sozusagen eine Situation hervorruft. Wenn jetzt hier in dieser Anlage ein Fehler passiert, löst jetzt der zuerst aus oder löst jetzt der zuerst aus? Und das ist ein undefinierter Zustand, wo ja eigentlich verboten ist. Komisch, hier ist es wieder erlaubt. Also das ist schon ganz witzig. Hat wahrscheinlich den Grund, weil man ja hier quasi an der Steckdose nicht weiß, was angeschlossen wird, und so ist es zum Beispiel bei Baustromanlagen auch. Also kleine Nebeninfo. So. Wir haben jetzt unseren Wohn-, also unser Freizeitdomizil haben wir jetzt quasi angeschlossen. Jetzt wollen wir natürlich auch schauen, ob es funktioniert. Und ich habe mir jetzt hier quasi so eine Lampe gebastelt. So quasi nur zum Zeigen. Ganz einfach, schutzisoliert. 60 Watt Glühbirne. Glühlampe. So, und jetzt gehen wir zum Beispiel mal auf Küche essen, habe ich hierher geschrieben. Quasi, das soll jetzt die Steckdosen simulieren. Und schon habe ich meine Energie. Jetzt können wir natürlich auf normale Steckdosen gehen. Habe ich auch meinen Strom. So, jetzt habe ich natürlich mein Ladegerät hier zum Beispiel oder meinen Kühlschrank. Also alle 230 Volt versorgten Betriebsmittel werden über den LAN-Strom hier über meine Unterverteilung versorgt. Können wir mal schnell testen. Ich tue jetzt quasi vom Netz 1. Das ist der LAN-Strom. Die Testtaste drücken und schon sind wir hier in der kompletten Anlage stromlos. Genau. Das ist jetzt die normale Funktion. Kann ich wieder ausstecken. So, das ist jetzt die ganz normale Funktion, die wo eigentlich die meisten von euch haben. Auch die älteren Modelle haben. Man hat ein paar Steckdosen im ganzen Ding verteilt. Man hat irgendwo einen Kühlschrankanschluss, weil die Kühlschränke gehen ja meistens entweder auf 12 Volt, auf Gas oder auf 230 Volt. Dann gibt es noch einige, die haben ein Ladegerät drin, weil die nur eine Autobatterie oder eine Batterie mit drin haben, die über das Ladegerät versorgt wird. Und dann die normalen Steckdosen im Bad, in der Küche, wo man es halt gerade hat, je nachdem wie groß das Gerät natürlich auch ist. Ich muss jetzt ein bisschen verallgemeinern. So, das ist jetzt alles wunderbar, das ist kein Problem. Somit ist die Welt auch bis jetzt in Ordnung. Und jetzt kommen wir auf die witzige Idee und sagen, okay, wir wollen eine Netzvorrangschaltung machen, weil wir bauen uns natürlich jetzt einen Wechselrichter mit rein in unser Domizil und wollen eine gewisse Autarkität haben. Das heißt, wir wollen jetzt nicht unbedingt an den nächsten Campingplatz hinfahren müssen, sondern wir wollen einfach mal in die Botanik raus, an den Strand oder sonst wohin, wo es uns halt gefällt, wo wir unseren Platz haben, und wollen im Endeffekt auch gewisse 230 Volt Versorgung haben, natürlich abgespeckt, muss man auch dazu sagen, je nachdem wie groß man jetzt zum Beispiel mit den Wechselrichter und mit den Batterien arbeitet. Und das ist meistens immer so ein Gewichtsproblem. So, Gewichtsproblem ist gut angesprochen, das ist hier jetzt eine ganz normale Bleisäurebatterie, da werden Sie jetzt wahrscheinlich gleich wieder ohrfeigen. Wow. Schaut her, bin schon ganz nervös, habe schon wieder Angst. Nein, Spaß beiseite, Leute. Das war früher gang und gäbe, dass man normale Bleisäurebatterien verwendet hat. Ich habe jetzt die hier quasi im Lager stehen. In der heutigen Zeit verwenden die meisten wegen dem Gewicht und wegen der Kapazität natürlich LiFePO4-Batterien oder LFA oder so. Also da gibt es einen Haufen neues Zeug. Ich habe mir da ein bisschen mal rumgeschaut. Ich bin echt erschrocken, was da alles gibt. Muss ein super gutes System sein. Hat ungefähr die gleiche Größe wie diese Batterie hier und ziehst halt auch 12 Volt und 100 Amperestunden raus und kannst natürlich viel mehr Kapazität aus der Batterie rausziehen. Habe ich noch nicht. Mal schauen, werde ich bestimmt noch kriegen. So, ich möchte mit euch das Ganze jetzt mal ein bisschen simulieren. Das heißt, ich habe hier meine Batterie im Fahrzeug drin. Also jetzt nicht die Fahrzeugbatterie, sondern das ist unsere Batterie, die wo quasi nur für den Wechselrichter zuständig ist. Wir haben hier unseren Wechselrichter. Und die Batterie muss natürlich auch geladen werden. Wir haben jetzt noch keine Photovoltaikanlage, wir sind noch nicht so modern. Wir haben jetzt hier ein ganz normales Ladegerät, das ist jetzt ein Autoladegerät. 12 Volt, liefert glaube ich 5 Ampere, wenn ich auf Max gehe.
So, und mit der ganzen Konstellation möchte ich euch das einmal zeigen, wie das jetzt im Normalbetrieb funktioniert, wenn ich hier zum Beispiel am Landstrom dran bin. Ich stecke jetzt einmal das Ladegerät ein, da wo es hingehört. Wir haben Landstrom. Wir stehen jetzt auf unserem Stellplatz und die Batterie wird jetzt quasi aufgeladen. So, und wenn ich jetzt keine sogenannte Netzvorrangschaltung habe, dann habe ich halt irgendwo meinen Inverter. Und der Inverter liefert mir jetzt 230 Volt. Das simulieren wir jetzt alles mit der Lampe, weil ich habe mir das jetzt einfach gespart, hier noch ein paar Lampen hinzubasteln. Mir reichen die Steckdosen, dass man es einstecken kann. So, jetzt habe ich meinen Inverter, der liefert mir Strom. Und ich habe halt nur gewisse feste Stromkreise, wo ich halt sagen kann, okay, ich habe jetzt am Inverter einen Anschlusspunkt, eine Steckdose, sonst irgendwas, wo ich halt, was weiß ich, irgendein Gerät anschließen kann, dass halt das dann über den Inverter versorgt wird. Das Problem ist immer dieser Landstrom-Inverterstrom und das ist jetzt so ein Punkt, das wo sich eigentlich nicht verträgt, weil ihr wisst ja, ihr habt es ja bei mir aufgepasst, dass man im Endeffekt mit dem Inverter ein IT-Netz baut, also muss man es umbauen, sonst irgendwas so. Es gibt sogenannte Lösungen, wie zum Beispiel diese Netzvorrangschaltung und mit der kann ich jetzt definieren, welches Netz bei mir Vorrang hat. Also das heißt, wir bauen uns entweder unser autarkes Netz auf über den Inverter, über den Wechselrichter oder wir bekommen Landstrom. Und dazu muss man jetzt ein bisschen was wissen, weil das, da gibt es gewisse Regeln, die man einhalten muss, beziehungsweise es erklärt sich eigentlich von selbst und ich gehe es aber trotzdem einfach jetzt einmal mit euch durch. Also wir haben unseren Inverter hier, der Inverter ist selbstverständlich mit der Erdung hier angebunden. Das ist jetzt die Erdung zum Beispiel für unser Chassis. So. Und dann haben wir hier die Erdung und die Erdung wird quasi hier nochmal am Wechselrichter angeschlossen, dass wir quasi hier unser Schutzpotenzial in unserer Anlage haben. Brauche jetzt nicht so großen Wert drauf legen, weil über die Steckvorrichtung ziehen wir uns sowieso die Erde rüber, es kann nichts passieren und mit dem hier wollte ich eigentlich nur mal schnell das Erdpotenzial simulieren. Wir machen jetzt da auch keine großen Messungen, gar nichts. So. Also, wir haben unseren Inverter, wir haben unser Ladegerät, wir haben unsere Batterie, das System ist eingebaut, es funktioniert alles wunderbar. So, jetzt möchte ich das ganze System natürlich hier irgendwie nutzen können. Es ist natürlich doof, wenn ich sage, ich hab autarken Strom, ich habe Landstrom. Die zwei dürfen nicht zusammenkommen, weil sonst knallt es. Das knallt aus folgendem Grund, weil ich ja hier eine Brücke drin habe zwischen PE und Neutralleiter, damit ich mir meinen N und meinen L im IT-Netz klar definiere. Und genau das ist das Problem. Im Landstrom, das Ladegerät beginnt zu laufen, es blinkt, so jetzt lädt jetzt meine Batterie, der Wechselrichter ist auch schon eingeschalten, den schalte ich jetzt noch mal kurz aus, so und jetzt schauen wir mal schnell durch, also im Landstrombetrieb dürfen alle Steckdosen laufen, das schauen wir uns jetzt schnell an, also ich habe hier eine Zusatzsteckdose, die funktioniert, ich habe hier Küchenessen mal hingeschrieben, also Küche-Ess-Bereich, so Ladegerät haben wir gesehen läuft und der Kühlschrank läuft auch auf 230 Volt. Der kühlt uns jetzt quasi, unsere Getränke, kühlt uns der runter. Alles ist in Ordnung. So, wir gehen jetzt von dem Stellplatz weg, wir stecken den Landstrom ab und wollen im Endeffekt dann, wenn wir uns irgendwo niederlassen oder wenn wir uns irgendwo hinstellen, wollen wir noch eine gewisse Notstromversorgung, also eine gewisse Notversorgung mit unserem Inverter bewerkstelligen und wollen gewisse Steckdosen laufen haben. Dazu gibt es eine Regel und die Regel läuft wie folgt. Im Inverterbetrieb, also im Wechselrichterbetrieb, sollen der Kühlschrank und das Ladegerät nicht versorgt werden. Weil es macht ja keinen Sinn. Jetzt stellt euch das einmal vor. Wir laden mit 230 Volt über ein Ladegerät unsere Batterie. Unsere Batterie versorgt unseren Wechselrichter und unser Wechselrichter versorgt übers Netz wieder unser Ladegerät. Was passiert denn? Wir ziehen uns die Batterie eigentlich leer, weil die ganzen Verluste, wo da drauf sind, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist der Kühlschrank. Den gibt es natürlich, die haben die meisten drin, hat natürlich eine 12 Volt Versorgung. Das heißt, der wird von der Batterie gespeist, brauche ich nur umschalten. Und im Landstrombetrieb tue ich die 12 Volt weg und tue auf 230 Volt. So, natürlich würde mir jetzt der Kühlschrank auch meine Batterie leer ziehen, wenn ich jetzt nicht mit Photovoltaikenergie nachspeise. Also soll der Kühlschrank und das Ladegerät im sogenannten Wechselrichterbetrieb abgeschalten werden und alle anderen Steckdosen sollen versorgt werden. Das habe ich jetzt hier gemacht. Ich habe das von der Firma Wattstunde mit der Notvorrang, also mit der Netzvorrangschaltung
habe ich das realisiert. Und bei mir ist jetzt so, man kann sich sie aussuchen, bei mir ist jetzt hier eingestellt, dass der Landstrom sozusagen Vorrang hat. Das heißt, ich kann hier zwei Eingänge, ich hole euch dann gleich ran, also ich habe hier zwei Eingänge und einen Ausgang und die zwei sind gegeneinander so verriegelt, dass da nichts passieren kann. Und ich stecke euch jetzt das Ganze mal schnell zusammen. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Leitung. Jetzt werden wahrscheinlich manche Herzinfarkt. Schaut mal her. Ich mache jetzt meinen Finger nass. Da kann gar nichts passieren. Ich vertraue auf das Gerät hier. Definitiv. Also es kann nichts passieren. Das ist komplett abgekoppelt vom Netz. Und genau das ist nämlich jetzt der Punkt. So, und jetzt gehe ich her und schließe quasi meinen Stecker hier an meinem Wechselrichter an und schalte ihn ein. Und normalerweise, puff, gar nichts passiert. Schaut's her. Wir haben Landstrom. Der Wechselrichter wird jetzt versorgt, also wird versorgt. Der Wechselrichter geht jetzt hier auf einen zweiten Fehlerstromschutzschalter, beziehungsweise das sind hier zwei RCBOs mit B10 Ampere und 30 mA. Ist jetzt das hier abgesichert, geht jetzt auf die Anlage. Und durch das, dass aber mein Landstrom, der angeschlossen ist, jetzt Vorrang hat, bleiben wir im Landstrom. Also der Wechselrichter wird nicht belastet. Das zeige ich jetzt einmal schnell. Jetzt schaut's her. Also wir haben jetzt hier Küche Essen. Küche Essen hat Licht. So, jetzt lassen wir es einfach mal laufen. Und ich gehe jetzt her und ich trenne jetzt einfach den Landstrom vom Netz. Und jetzt sind wir im Wechselrichterbetrieb. Das heißt, meine normalen Steckdosen werden jetzt über meinen Wechselrichter versorgt, der jetzt die Batterie leer zieht. Und wenn ihr jetzt auf mein Ladegerät geschaut habt, mein Ladegerät ist ausgeschalten. Das heißt, die Ladegeräte-Steckdose und der Kühlschrank, können wir uns jetzt schnell anschauen, haben keinen Strom. Jetzt hören wir, dass man es nur genau sieht. Also Kühlschrank, Ladegerät sind weg. Die normalen Funktionssteckdosen, Küche Essen oder hier Zusatzsteckdose, haben Strom. Und das ist jetzt Wechselrichter. Und so muss eine Netzvorrangschaltung ausschauen. Jetzt können wir mal schnell auf den Kühlschrank gehen. Da stecken wir das Ladegerät wieder an. So, ich brauche jetzt nichts umstecken, gar nichts. Ich gehe jetzt nur her und sage, so, jetzt sind wir angekommen an unserem Campingplatz. Der gefällt uns. Wir holen uns Strom. Also gehe ich wieder her, schließe den an, zack. Und schon wird umgeschalten automatisch auf meinen Landstrom. Das Ladegerät fängt jetzt auch wieder das Arbeiten an und lädt mir die Batterie wieder auf. Und das ist die sogenannte Netzvorrangschaltung. So, wie das da drin ausschaut, das schauen wir uns jetzt an. Ich hole euch jetzt einmal ran und dann machen wir die Verteilung auch einmal auf, weil ich glaube, das interessiert jetzt die meisten. So, dann öffnen wir mal die gute Kiste. So, muss ich schnell die Schrauben wegtun. So. Ja, und so schaut es da drin aus. Muss ich noch schnell was dazu sagen. Es gibt vor Wattstunde hier zwei von diesen Netzvorrangschaltungen. Einmal der hier ist für maximal 12 Ampere zugelassen, also 2750 VA, und den gleichen gibt es auch nochmal mit 16 Ampere. Da müsst ihr bitte aufpassen, wenn ihr euch sowas bestellt oder wenn ihr euch sowas anschaffen wollt, welche Stromstärke das ihr braucht. Gute Info, ich habe es euch aber glaube ich eh schon verlinkt. So, dann schauen wir jetzt mal in die Zauberkiste hier rein. Hier ist natürlich voller Betrieb, wir haben 230 Volt drauf. Und da schaut jetzt wie folgt aus. Hier links ist der Input AC1, das ist der untergeordnete Eingang. Hier ist der Input AC2, das ist der wo Vorrang hat. Und hier ist der Ausgang. So, und da drin wird im Endeffekt das Ganze geregelt, dass hier kein Zusammenkommen dieser beiden Netze vonstatten geht. Wir können es uns schnell einmal anschauen. Schaut her, wir haben jetzt 231 Volt auf AC1. Und 228 Volt auf AC2, weil wir haben natürlich alles angesteckt. So, ich trenne jetzt mal schnell den Landstrom. So.
Unser Licht geht aus, weil unser Licht ist ja der Kühlschrank. Also, Vorrang hat der Landstrom, das ist jetzt AC2. Schaut her, da ist jetzt Durchgang, da ist nichts mehr da. AC1 ist quasi unser Wechselrichter, der hat 229 Volt. Und das wird jetzt weiter geschleift auf den Ausgang, auf den Output. So, der Output geht dann hier wieder in den Kasten rein. Ich habe hier die Erdungen miteinander verbunden und hier schön Schlaufen gelassen. Falls man mal umklemmen möchte, empfiehlt sich das, dass man hier einfach ein paar Schlaufen drin lässt. Und schaut her, das ist doch voll in Ordnung. So, dann mache ich jetzt schnell die Unterverteilung auf und dann schauen wir uns die an. Ist ganz einfach. Das ist jetzt so eine kleine Aufputzunterverteilung von Hager. So, da drin sieht es aus wie Kraut und Rüben. Und da ist jetzt quasi so, das ist jetzt Netz 1, das ist der Landstrom. Da habe ich jetzt derweil vorübergehend ein RCBO B16 Ampere drin, weil der B10 Ampere, der ist einen Tag später gekommen, schaut her, da ist er gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ach was, lassen wir es jetzt. Genau. Das Netz 2 ist quasi der Wechselrichter, das ist auch ein eigener RCBO B10 Ampere, hat jetzt folgenden Grund, sollte mal irgendwas sein, habe ich quasi beide Netze komplett unabhängig voneinander abgesichert und ich gehe quasi mit der Einspeisung rein, gehe in die Unterverteilung rein, gehe erst auf den RCBO, gehe vom RCBO in die Anlage und das gleiche Konzept habe ich mit dem Wechselrichter auch so gemacht. Fühle ich mich besser, fühle ich mich sicherer, anstatt dass ich das Ganze erst über den Umschalter laufen lasse und dann erst, und das soll man ja nicht machen, das haben wir ja vorhin gelernt in der Vorschrift, gleich nach der Einspeisung sofort ein RCBO oder ein RCD mit rein und dann ist das in Ordnung. So, ich habe mir jetzt die ganzen Unterverteilungsklemmkästen gespart, wie es ja normalerweise in so einem Freizeitwohnheim ist, dass man verschiedene Klemmkästen hat. Ich habe jetzt quasi alles hier in der Unterverteilung verklemmt. Das sieht man jetzt hier. Das ist zum Beispiel die ganze Kabellage für die Ausgänge, für Steckdose und für Küche. Das läuft jetzt hier mit rein. Und hier habe ich nochmal die Reststeckdosen, die wird direkt quasi hier auf dem Landstrom mit draufhängen. Hier ist mein Haupterder, der wo quasi dann zum Chassis geht. Ihr seht schon, also Erdungspotenzial ist natürlich mein Problem. So. Weil wir gerade bei Erdungspotenzial haben, weil ich es gerade so richtig schön in der Hand habe. Das ist jetzt quasi, die habe ich jetzt absichtlich so gelassen, dass man es auch richtig schön sieht. Schaut her, das ist jetzt quasi meine NPE-Brücke. Hier unten, wo die Leitung reingeht, gehe ich quasi mit dem PE auf dem N, mache hier meine Brücke rein und ziehe mir dann quasi hier auf die ganzen Schutzkontakte. Das ist jetzt alles nur durchgeschliffen, das ist alles dasselbe Potenzial, keine Angst, das passt alles, bloß die Schiene hier oben war mir einfach zu klein, weil das halt dieser Verteiler für so klein, also für die Menge an Leitungen, was ich jetzt hier drin habe, nicht ausgelegt ist. Normal müsste die viel breiter sein. So, jetzt zeige ich euch noch einen kleinen Kniffel von mir, weil ich bin ja Perfektionist. Schaut her, sitzt das? Jetzt tue ich mal die Leitungen ein wenig auf die Seite drücken. Ich habe mir das hier natürlich wieder vom Brother mit die Schrumpfschläuche sauber beschriftet. Also Out, AC2, AC1 kommt quasi von dem hier. Und dann Steckdosen, Küche, dann habe ich noch Ladegerät, Kühlschrank, Netz 2, Netz 1. Dass man halt hier, wenn man mal was suchen muss, wenn man mal die Leitungen umklemmen möchte oder sonst irgendwas oder was überprüfen muss oder man hat einen Fehler drin, tue ich es mir hier natürlich wesentlich leichter. So Leute, und das ist jetzt das Ganze, jetzt ist mir jetzt gerade die Kamera verrutscht, so Leute, und das ist jetzt das ganze Hexenwerk. Ich hoffe, es war so informativ. Jetzt spielen wir es nochmal ganz kurz schnell durch, weil ich sage, es ist ja recht lustig. Also wir haben jetzt hier unsere autarke Stromversorgung, Landstrom ist weg, der Kühlschrank ist ausgeschalten, aber ich habe jederzeit Strom auf meine normalen Steckdosen und deswegen macht man halt solche Netzvorrangschaltungen, dass man hier mit beiden Netzen arbeiten kann und für sein Freizeitwohnheim natürlich das Optimale rausholen kann. Und das ist eigentlich recht geschmeidig, aber wie schon gesagt, die Regeln haben halt einzuhalten. Und das Problem ist dann immer, wenn man das falsch macht, alle Steckdosen drauf lässt und im Endeffekt hier keine Differenz macht zwischen Wechselrichterstrom und Landstrom, hat man halt das Problem, dass ihr keinen Spaß damit habt, weil wenn ich hier Batterien habe und permanent mein Wechselrichter meine Batterien leer saugt,
nach 10, 11 Stunden, weil im Endeffekt die ganzen Systeme weiterlaufen, die wo ich eigentlich nicht brauche, beziehungsweise wo halt keinen Sinn ergeben, mit dem Ladegerät zum Beispiel. Das macht ja nur Sinn, wenn ich wirklich sage, so, ich bin jetzt wieder an irgendeinem örtlichen Festanschluss dran, dann stecke ich wieder ein. So, das System schaltet um, habt ihr gesehen, kurzes Flackern, zack, das geht blitzschnell und das Ladegerät läuft schon wieder, versorgt mir jetzt im Endeffekt meine Batterie, lädt die auf, der Wechselrichter ist ausgeschalten sozusagen und jetzt laufen wir über Landstrom und jetzt funktioniert der Kühlschrank halt auch wieder. So, und das ist eigentlich die ganze Kunst. So, das wollte ich euch jetzt nur mal ein bisschen nahe bringen. So als kleine Info, Schaltplan werde ich dann auch noch zeichnen, der wird dann auch noch hinterlegt, wieder auf der Fanpage von Freunde des Stroms. Da könnt ihr euch den einmal anschauen. Mit den Systemen, ich werde beide Systeme zeichnen, einmal das mit Vorrang für Landstrom und einmal Vorrang für Wechselrichter. Das gibt es natürlich auch. Da muss man halt dann hergehen und muss sagen, okay, man kann über eine Handy-App, man kann über Bedienteil, kann man sich seinen Wechselrichter ausschalten oder zuschalten. Wenn man natürlich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach oben hat und sagt, man möchte natürlich den Sonnenstrom nutzen, dann kann man es genau umgekehrt machen. Ist überhaupt kein Problem, das heißt, ich muss nur AC1, AC2 tauschen. Deswegen habe ich hier die Schlaufen gemacht, dass ich das auch machen kann. Genau. Solltet ihr irgendwelche Fragen zu dem Ganzen haben, könnt ihr mir es gerne in die Kommentare reinschreiben. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht es gut, meine Freunde des Stroms. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Euer Markus. Servus. Pfiat euch.